Einen großen Applaus für Renato Kaiser! Ja, vielen Dank, das freut mich sehr. Der Text trägt den Titel Meine Generation Ho-Ho-Ho-Hohn und ist an all die Leute gerichtet, die ihr vielleicht auch kennt, die in etwa so klingen. Meine Generation, wir können nichts, wir wollen nichts, wir machen nichts. Wieso können wir nicht wie die 68er sein? Wieso haben wir keine Blumen im Haar? Ich will Blumen im Haar! Wir sind leer, wir sind Hochbegabte, Versager sind wir. Wir tragen schwarz jeden Tag, bis es was Dunkleres gibt. Was sollen wir tun? Gegen Facebook, gegen RTL, gegen den Mainstream. Casper, was sollen wir tun? Das sind Sie. Sie sagen oft wir und sprechen von uns. Manchmal sagen Sie ihr, wenn ihr schuld seid. Ab und zu sagen Sie du und klagen dich an. Oder mich. Und ich? Ich bin meistens mit Ihnen nicht einer Meinung. Ob von der kleinsten Bühne oder von der neuesten Erscheinung, die am Pophimmel erschien und am hellsten scheint. Und sei es der Typ an der WG-Party, der Freundin des Bruders deines Freundes, dessen glühende Rede nur gleichlang ist wie die leuchtende Glut seines Jointes. Sie alle heucheln den Mut der Besorgnis und verwechseln dabei fleißig ich, du, wir und ihr. Sie wissen nicht, wer nun die wievielte Person ist und wären sie ehrlich, dann wäre ihr wir eigentlich die drei Philosophiestudenten, die sie ihre Freunde schimpfen und wenn sie betrunken sind, sie selbst. Und solange sie nicht überlegen, welche Person sie nun wählen, sind sie verlorene Seelen, die sich in Foren erzählen, wie froh sie doch wären, wenn die Welt mit ihnen doch schonender wäre. Und sie rufen verzweifelt aus vergorenen Kehlen, dass in dieser zynischen Welt die Auserkorenen fehlen. Die Helden, die Weisen, die mit ausgegorenen Plänen den Weg ihnen weisen und keinen Vorteil verhehlen, während sie vor ihnen stehen und während des Trocknens von Tränen die Krokodile vernichten und auch die Hyänen, sodass das, was übrig bleibt, den Hass voll krass übersteigt und Liebe besteht, statt dieser grundlosen Häme. Ach, wenn diese Häme doch grundlos nur wäre, wenn es mir deshalb doch sinnlos vorkäme, mit Grimm mich zu schämen für diese Menschen an sich, die ohne Verstand und ohne Sinn ihre Stimmen so lähmen wie bei Händen die Gicht und sich durch Zögern und Zaudern das Großsein erschweren. Denn wäre ein Großteil von denen doch offen für Pläne und noch zu bekehren, doch ich sehe statt wachsamer Augen oft nur ein Funkloch ins Leere. Hoffnung als Grundstock der Seele. Davon sind sie meilenweit entfernt, weil sie meinen, eine Welt sei so groß wie von da, wo man den Stein wirft, bis dahin, wo er fällt. Und hat man einmal diese Sicht, dann wird der Kopf nur noch dümmer, weil im Laufe der Zeit so auch der Wurfarm verkümmert. Und wenn ich dann denke, es geht nicht mehr schlimmer, dann höre ich sie wimmern aus Studenten-WG-Zimmern, wie schön es früher noch war. Und da möchte ich sagen, ja klar, da wart ihr noch nicht da. Aber was soll das schon heißen, früher? Ihr seid doch höchstens 26. Meint ihr damals ganz klein in eurer Väter Schwanz drin oder im Wanst in eurer Mutter noch schwangeren Zeit? Es wären mir so gerne, so lange wie breit, aber so lange ihr schreibt, wie bange ihr seid, zu ersticken und zu verkümmern in der Zange der Zeit, schließlich sei eure Generation nicht zur Rede, sondern nur zum Stammeln bereit, dann seht ihr selber nicht, wie stammelnd ihr seid. Und wenn ich ihr sage, dann meine ich sie. Und ihnen sage ich, das Problem ist nicht unsere, eure oder irgendeine Generation, sondern der Mensch an sich. Denn ja, ein wenig dumm ist er schon, das verneine ich nicht, aber so war er auch früher. Es wird uns heute nur klarer vor Augen geführt. Auf Facebook oder auf Open-Air-Festivals oder an Nationalfeiertagen. Oder wenn er anstatt nur über sich selbst was zu sagen, seine gesamte Generation so beweint mit einer heuchelnden Klage und sich selber deswegen ganz nobel erscheint. Fühlst nun du dich betroffen? Genau so war es gemeint. Es bleibt nur noch offen, wie viele davon ihr seid. Wer nun wir sind, wer ihr seid, wer nun minder, wer Mehrheit, das weiß ich noch nicht. Ich sage nicht mehr als, wenn ich sage, dann meine ich nur mich.